Ich begrüße Sie herzlich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer bei Land und Leben. Und da sind wir heute unterwegs auf dem Weinlehrpfad in Kurtatsch. Wer entlang dieses Weges spaziert, kann zum einen eintauchen in die jahrtausendealte Weingeschichte des Unterlandes und er bekommt zum anderen einen Einblick in den modernen Weinanbau. Das ist eines der Themen heute bei Land und Leben. Außerdem besuchen wir die Bioweinbauern des Eisacktales aus der Gruppe Bioweiß. Und wir haben uns auch im oberen Finchgau umgeschaut, wo einige Bauern sich auf die Hühnerhaltung spezialisiert haben. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Der Kurtatscher Weinlehrpfad erstreckt sich über 2 Kilometer, von Kurtatsch über Magreit bis nach Entiklar. Entlang des Weges durch die Weinberge mit beeindruckendem Panoramablick über das Unterland begegnen den Wanderern die gut 20 hier angebauten Rebsorten, vom Lagrein über den Gewürztraminer bis hin zu Cabernet und Weißburgunder. An Infotafeln erfahren Sie noch mehr zu den Eigenschaften dieser Sorten und zu den vielen Arbeiten im Laufe eines Weinbaujahres. Sie kommen vorbei an Weingütern und können sich stärken in einer Jausenstation. Margaret Benin-Orian kennt diesen Weg in- und auswendig. Als ausgebildete Naturwanderführerin bietet sie über den Tourismusverein regelmäßig Führungen an. Außerdem hat sie den Lehrpfad im Jahre 2003 neu konzipiert und damit noch weitere spannende Stationen eingebaut. Frau Benin, der Weinlehrpfad von Kurtatsch ist der älteste Weinlehrpfad in Südtirol und Sie führen da die Gäste und die Einheimischen über diesen Pfad. Was ist besonders interessant auf diesem Weinlehrpfad? Ja, Kurtatsch ist ein sehr bekanntes Weindorf. Hat unglaublich schöne Lagen, von 200 Höhenmeter bis fast 950 Höhenmeter. Und auf dem Weinlehrpfad begegnet man fast jede Rebsorte, die eben in Südtirol angebaut wird. Und Sie haben auch besondere Stationen eingerichtet, nicht nur die Infotafel, wo man so einen Überblick bekommt. Sie haben auch Amphoren aufgehängt, wo man den Wein erschmecken kann. Ganz genau. Es sind 13 an der Zahl. Von allen Rebsorten, die wir eben hier entlang des Lehrpfades begegnen. Und so kann man zum Beispiel von einem Gewürztraminer Rosenduft heraus schnuppern, von einem Sauvignon die schwarze Johannisbeere, vom Fernatsch dann das Bittermandelaroma und weitere viele Aromen von verschiedenen Rebsorten. Nun führen Sie die Gäste über diesen Weinlehrpfad, erzählen dazu, welche Fragen kommen da, was interessiert die Leute am meisten? Ja, eine der ersten und meisten Fragen ist immer, warum wir 2 Erziehungssysteme hier in Südtirol haben. Einmal eben das Radrahmensystem, das gängig ist mittlerweile, und das Bergsystem, das immer mehr verschwindet. Und der Untertitel des Weinlehrpfades ist ja durch das Rebenleben. Und da erzähle ich dann allen Einheimischen wie auch Gästen, wie viel Arbeit in einem Jahreskreislauf im Weinberg zu verrichten sind. Und die Arbeit ist extrem aufwendig. Frau Benin, Kurtatsch hat eine sehr lange Weintradition, über 2000 Jahre. Und man erlebt das ja auch auf dem Weinlehrpfad, besonders heute, wo Stationen aufgebaut wird zur alten Kellertechnik. Warum ist es wichtig, dass wir aus der Tradition etwas lernen? Ja, dass wir heute so ein bekanntes Weinbaugebiet sind, ist ja unseren Urvätern zu verdanken. Und deshalb ist uns die Tradition sehr, sehr wichtig. Danke für diesen interessanten Einblick in den Weinlehrpfad und wir werden uns dann noch genauer bei der Museumsstation umschauen. Bitte. Das Museum Zeitreise Mensch im Dorfzentrum erzählt die Geschichte Südtirols in einer Zeitspanne von über 12.000 Jahren. 20.000 Exponate umfasst die Sammlung. Davon werden 6.000 in den Dauerausstellungen gezeigt, von den frühesten Spuren der Menschen über die Bronze- und Römerzeit bis zur neueren Zeit. Ja. In dem Fall sieht man da als nächstes eben dann die nächste Methode, die Trüpfelweiner Zeigung. Wolfgang Schweigel und sein Vater Siegmund haben in jahrelanger Kleinarbeit archäologische Funde, Werkzeuge, Gerätschaften und vieles mehr zusammengetragen und so das Museum aufgebaut. Ausgewählte Stücke hat Wolfgang an diesem Tag auf den Weinlehrpfad gebracht. Ja, hier sehen wir eine ganz spezielle Einkellungsvariante, und zwar den Sackelwein.
Es war nämlich so, dass speziell um 1400 gab es eine ganz eigene Einkerbungsmethode hier in Südtirol. Und zwar hat man eben die Trauben vergoren und den eingegorenen Most, den hat man dann abgefiltert, hat so die Trubstoffe herausgefiltert und konnte die Gärung blockieren und hat so einen Süßwein gemacht. Und das war ganz ein spezieller Luxuswein, den man ganz gut verkauft hat in alle Herren Länder, kann man fast schon sagen, zur damaligen Zeit. Und dieser Wein hat möglicherweise den Namen Farnazzer getragen, also kein direkter Vorläufer des Farnazzes, weil es war ein Weißwein und hat eben diesen speziellen Namen dann gehabt auch. Und vor allem, was ganz interessant ist, Sie haben einen sehr, sehr alten Rebstock gefunden. Ja, genau. Ein ganz besonderes Stück im historischen Weinbauabteilung ist ein Rebholz. Dieses Rebholz, das wurde genau untersucht und man hat festgestellt, dass es bereits eine Vitis vinifera war und dass die Rebe 2000 Jahre alt ist. Und das ist eben ein ganz besonderer Beweis für den Weinbau, für den frühen Weinbau in Südtirol. Und dieses Rebholz ist mitten in der Ortschaft gefunden worden. Nun, wenn Sie sich so mit der Geschichte beschäftigen und tagtäglich mit diesen vielen Exponaten zu tun haben und auch mit Menschen, die danach fragen, die interessiert sind, würde mich jetzt interessieren, was kann man eigentlich aus der Geschichte lernen für heute? Ja, ein ganz wichtiger Punkt, der ganz ein aktuelles Thema ist, ist natürlich eben die ganze Wegwerfgesellschaft. Und das beginnt überall im Detail. Also man hat alles recycelt, hat wiederverwertet. Ein besonderes Stück, auch in der Ausstellung, das wir hier zeigen, ist eine Wimschüssel, die aus einer alten Skombi-Dose gebastelt wurde. Also man hat nichts weggeworfen. Heute werden manchmal eben Objekte gemacht, die nur einmal verwendet werden und wieder weggeschmissen werden. Und ich denke mir selbst manchmal, wenn wir 12.000 Jahre so weiterarbeiten, dann wird es sehr schlecht aussehen und deshalb müssen wir schon da wahrscheinlich auch umdenken. Ja, danke für diesen spannenden Einblick oder kurzen spannenden Einblick in Ihr Museum und in die Stücke, die Sie hier ausgestellt haben. Und wir schauen jetzt aber noch einmal auf den Weinlehrpfad ein bisschen genauer. Ja, vielen Dank. Weil der Kurtatscher Weinlehrpfad heuer sein 20-jähriges Bestehen feiert, hat der Tourismusverein zusammen mit vielen Helfern ein Fest organisiert, zu dem Besucher, Gäste und Einheimische aus nah und fern gekommen sind. Ja, der Weinlehrpfad ist eigentlich recht gut angelegt, weil man kann die Düfte vom Wein kann man, eben riechen. Und ganz, ganz fertig ist im Herbst, wenn man die Trauben sieht. Und dann sieht man die Tafeln, wie die Traube ausschauen sollte. Und das ist ganz, ganz interessant. Man kann alleweil wieder etwas Neues erleben. Süße Weine und saure Weine. Und dann hat man auch gekannt riechen bei den Dingen, was da schmeckt. Man hat schon eine ganze Runde gemacht, das ist ganz interessant. Ja, wir haben erst die erste Hälfte hinter uns und hoffen, dass es so weitergeht. Die Ideengeber und Mitstreiter berichteten mit Genugtuung über das erfolgreiche Projekt. Der Dank galt ihnen und vor allem auch den Bauern, die ihre Grundstücke damals wie heute für den Lehrpfad zur Verfügung stellen. Und die Besucher genossen die Wanderungen inmitten der Natur und auch die typischen Weine, die die Kellerei Kurtatsch zum Verkosten anbot. Mittlerweile haben die Weißweine mit 60% der Anbaufläche in Kurtatsch die Rotweine überholt, die früher hier mit dem Farnazzsch vorherrschten. So ändert sich auch der Lauf der Weinbaugeschichte. Ja, also lernen kann man natürlich immer von der Vergangenheit und man versucht eigentlich, das allem wieder besser zu machen, auch im Anbau, allerweil naturnaher anzubauen. Und natürlich auch, was schon die Herausforderungen momentan sind, ist sicherlich der Klimawandel. Gerade wir im Süden merken das immer mehr, dass es immer wärmer wird. Und da muss man sich auch jetzt, wenn man Neuanlagen natürlich macht und Sortenwahl trifft, muss man natürlich auch schauen, dass man auch Sorten wählte, was natürlich auch in 20 Jahren noch einen idealen Standraum in den Gebieten haben. Weinkultur in Kurtatsch, zwischen Tradition und Moderne. Das können die Besucher anschaulich entlang des Weinlehrpfades erleben und beim Besuch im Museum. Natürlich auch beim Genießen der charaktervollen Kurtatscher Weine. Wir bleiben auch im nächsten Bericht noch beim Thema Wein und da geht es ins Eisacktal. Dort haben sich 9 Weinbauern zur Gruppe der Bio-Weiß zusammengetan. Das heißt, sie alle produzieren nur biologische Weine. Dabei setzen sie auf natürliche Mittel und Methoden im Weinberg und im Keller. Und ihr Ziel ist es auch, die biologischen Weine noch bekannter zu machen.
Auf den ersten Blick sehen die Weinberge Südtirols alle ähnlich aus. Beim näheren Hinschauen aber gibt es doch einige Unterschiede. Nicht nur bei den Lagen, Sorten und Erziehungssystemen, sondern auch bei den Böden und den Pflanzen unter den Rebstöcken. So sieht der Boden noch in vielen konventionellen Weinbergen aus. Wenig Vielfalt und oft durchzogen von Herbizidstreifen. In einem Bio-Weinberg hingegen wächst eine bunte Pflanzenwelt und es tummeln sich Insekten, Käfer, Bienen, Vögel und Schmetterlinge, Nützlinge und Schädlinge. Sie finden hier reichlich Nahrung. Vielfalt ist eines von mehreren Kennzeichen im biologischen Anbau. Nur knapp 7% der insgesamt 5.400 Hektar großen Weinbaufläche Südtirols werden nach den Kriterien der biologischen Landwirtschaft bearbeitet. Das sind gerade mal 350 Hektar. Matthias Messner vom Rierlinger Hof in Siffjan, hoch über dem Eisacktal bei Blumau, ist dieser Tage beim Auslabeln in seinen steil abfallenden Weinbergen. Er ist einer der 9 Bio-Winzer der Gruppe Bioweiß. Für die Bio-Winzer ist ein gesunder Boden die Basis für gesunde Reben. Der Roggen und die Leguminosen, wie zum Beispiel Erbsen, die hier zwischen den Reben wachsen, lockern den Boden auf und bringen pflanzennährende Proteine und Stickstoff hinein. Eine sogenannte natürliche Gründüngung, denn in der biologischen Landwirtschaft sind Kunstdünger nicht erlaubt. Wenn man bedenkt, dass Roggen bis zu 50 cm tief wurzelt, und danach gibt es Kanäle frei, die was gleichzeitig wieder Humus bis in 50 cm bringen. Und das ist eigentlich eine ganz tolle Sache. Matthias berichtet uns von den zunehmenden Wetterextremen mit Hagel und Starkregen. Das fördert den gefürchteten Pilzbefall der Reben. Für die Biobauern ist dies besonders schwierig, da sie insgesamt weniger Mittel zur Verfügung haben und keine chemisch-synthetischen Mittel einsetzen. Der große Unterschied ist, dass wir live vorbeugend spritzen können. Das heißt, wir müssen das Wetter ganz gut beobachten. Wir spritzen live Kontaktmittel, die was nicht in die Pflanze eindringen, in Kombination mit Pflanzenauszügen und Dees. So mischt der junge Bio-Weinbauer unter die Schwefel- und Kalkspritzung Auszüge aus Ackerschachtelhalm, Kamille oder Brennnessel. Die Brennnessel wirkt gegen Schädlinge wie Läuse und stärkt die Pflanzen. Mittel also, die aus der biodynamischen Landwirtschaft kommen. Matthias erklärt uns auch, warum den Biobauern vorgehalten wird, dass sie viel öfter sprühen müssen als ihre konventionellen Kollegen. Das hat den Grund, dass unsere Mittel, die wir verwenden, natürlich in der Natur vorkommen, nicht so sein, dass sie von der Pflanze aufgenommen werden. Sie können leicht oberflächlich wirken und durch ganz einen starken Regen werden die wieder angewaschen und danach muss man wieder die Spritzung erneuern. Das ist eigentlich der große Unterschied zum konventionellen Umbau. Und deshalb müssen wir vielleicht ein-, zweimal öfter spritzen im Jahr. Aber eigentlich, was mich freut, dass man eigentlich jederzeit in den Weinberg gehen kann, ohne einen Gedanken verschwenden zu müssen. Darf ich jetzt hin, weil ich das gespritzt habe? Das fällt bei uns total weg. Und im Keller wird das Produkt der vielen Arbeit verkostet. Matthias baut seine Weine alle selbst aus, darunter auch einen Platerle, ein alteingesessener Südtiroler Weißwein, von dem es nur mehr an die 5000 Reben in Südtirol gibt. Ortswechsel zum Gerliederhof in der Gemeinde Feldturns. Der Hof liegt oberhalb der Autobahnausfahrt von Klausen und der Blick über den gepflegten Weinberg fällt unwillkürlich auf den Verkehr, der über Autobahn, Staatsstraße und Schiene vorbeirauscht. Zu den Bio-Weiß-Winzern gehört auch Christian Kerschbaumer. Am Gerliederhof wird seit jeher Wein angebaut. Die Trauben lieferte die Familie früher an die Eisacktaler Kellerei. Vor 15 Jahren begann Christian mit dem Selbsteinkellern der Weine und seitdem wird auch alles biologisch angebaut. Entscheidend dafür war die zunehmende Skepsis gegenüber den chemisch-synthetischen Spritzmitteln. Das macht halt am meisten zu denken, was wird einem empfohlen, warum wird es empfohlen. Vielleicht ist da Geld dahinter, man weiß ja nie, was da alles passiert. Und das OKM4 arbeitet man mit gewisse Mittel, die es schon seit, man kann fast sagen, Jahrhunderten in der Landwirtschaft gibt.
und diese sind hauptsächlich Schwefel und Kupfer, jedoch in viel geringeren Mengen als früher. Die Kupfermengen, die wir heute in ein Jahr ausbringen, das sind früher bei der Spritzung bei Weitem übertroffen worden. Um hohe Qualität zu erreichen, ist die Arbeit im Weinberg vor der Blüte besonders wichtig. Ein Teil der Triebe und Blätter werden nun entfernt. Eine Arbeit, die alle Winzer jetzt verrichten. Auf den 4 Hektar baut die Familie vorwiegend Silvaner und grünen Veltliner an. Dazu noch Müller-Thurgau, Ruländer, Gewürztraminer und Blauburgunder. Offen für Neues ist Christian auch beim Ausbau der Weine. Derzeit läuft ein Versuch im Keller mit Porzellanfässern. Der Silvaner, der hier reift, wurde auf der Maische, also mit den Schalen vergoren, war ein Jahr lang im Holzfass und bleibt nun noch für ein Jahr im Porzellanfass. Als Biobauer, ja, denke ich, mir schon von vornherein ein bisschen anders denkend. Und so versucht man halt auch, verschiedene Sachen von Wein auszuprobieren. Und für den Einsatz, für den Wein, wie ich das brauche, ist mit 4Chem das die beste Lösung. Die Vermarktung der Weine läuft gut und die Auszeichnungen für den Winzer haben wesentlich dazu beigetragen, auch die Bioweine bekannter zu machen. Ich möchte alle recht herzlich begrüßen zu deinem Weinfest. Das Produkt ihrer Arbeit und ihre Überzeugung, den Leuten näher zu bringen, das wollen die neuen Eisacktaler Winzer der Gruppe Bioweiß mit dem jährlichen Hoffest erreichen, das sie heuer zum dritten Mal organisiert haben. Der biologische Weinbau, es ist ein Thema. Es ist ein Thema sowohl bei den Produzenten als auch bei den Konsumenten. Und wenn man so die Möglichkeit hat, in so einer Gruppe da aufzutreten und sich der Öffentlichkeit zu präsentieren, dann hat man einfach eine größere Sichtbarkeit. Und unser Anliegen ist auch das, nicht zu den Konsumenten hinzugehen, sondern dass wir die Konsumenten auf die Höfe herbringen, um damit, dass sie in die Weinbergführungen, Kellerführungen einfach ein bisschen hinter die Kulissen schauen können. Und gekommen sind viele zum Rierlinger Hof in Siffjan. Weinkenner, Familie, Freunde und Förderer der Bioweiß, darunter der Pionier der Südtiroler Bioweinproduktion Alois Lageder, ein Unterstützer der noch jungen Bioweiß-Gruppe. Aus dem bekanntesten deutschen Weinbaugebiet Rheinland-Pfalz ist Ulrich Mell angereist, Betriebsleiter eines 50 Hektar großen Weingutes in Deidesheim, das biodynamisch bewirtschaftet wird. Er schätzt die Vielfalt und Typizität der Südtiroler Weine insgesamt und auch er unterstützt die Bioweinbauern. Mell ist überzeugt, dass der Bioweinanbau die Zukunft ist. Diese Umstellung wird kommen. Das braucht ein bisschen Zeit. Aber die jungen Leute, die in diesen Beruf einsteigen, die das also auch erlernen und auf der ganzen Welt unterwegs sind, in ihrem Studium und später und dann wieder zurückkommen in die Betriebe, die erkennen das, die haben das gesehen und die werden das umsetzen. Also ich bin da sehr positiv gestimmt. Und sie tun es bereits, die jungen Südtiroler Bio-Winzer, deren Väter zum Teil schon vor 20 Jahren auf den Bio-Weinbau umgestellt haben. Das ist Lebensqualität für mich, sagen wir, da könnte ich mir nichts anderes vorstellen. Und irgendwo ist jetzt ein Rasel, eine Jungrebe, ein kleines Stück Holz. Und irgendwo 5 Jahre später verkaufe ich da etwas, sagen wir, ist irgendwo doch der eigene Schriftzug und das macht Spaß und Freude. Den am höchsten gelegenen Bio-Weinberg auf 800 Metern bewirtschaftet Willi Gasser in Mühlbach, nahe der Mühlbacher Klause. Seit 25 Jahren produziert er auf dem Hof Bio-Obst, Bio-Apfelsäfte und Bio-Weine. Und zwar die noch wenig bekannten Biwi-Weine. Das sind Weine, die gegenüber den häufigsten Pilzerkrankungen der Trauben wie Perenospora und Oidium widerstandsfähiger sind und deshalb weniger Pflanzenschutz benötigen. Sorten wie Primus, Rubus oder Muscaris sind aber noch wenig bekannt. Am leichtesten und am besten macht man sich bekannt, wenn man eben solche Veranstaltungen wie unsere Bioweiß mittut und einfach auch einem größeren Publikum einfach auch, präsentieren kann, wie ist der Wein und der Weinkunde oder der Weintrinker ist einfach im Allgemeinen ein sehr interessierter, neugieriger Mensch und der entscheidet nach dem Gaumen
ob was gut ist. Und das, denke ich, ist einfach unser großer Pluspunkt. Ein Biohof der ersten Stunde ist der Burgerhof oberhalb von Brixen. Hier wird Garten, Feld und Stall schon seit über 30 Jahren überzeugt biologisch bearbeitet. Johannes Messner hat den Hof vor 3 Jahren von seinen Eltern übernommen. Er möchte den Hof als ein ganzheitliches Konzept weiterentwickeln, mit Mutterkuhhaltung, Gemüse, Getreide und Weinanbau. Auch er ist ein überzeugter Biwi-Weinanbauer. Für mich war es eigentlich klar, wenn ich hierher komme, dass ich das weiterführe. Mein Papa hat ja schon angefangen mit den Biwi-Sorten, weil das einfach ein nächster Schritt war. Weil das, man spritzen, schauen wir auch so wenig wie möglich, die, was man, die klassischen Sorten, aber halt echter. Das ist schon eine Erleichterung für mich und es ist auch einfach besser für die Umwelt. Und von mir aus gesehen schon eine interessante Sache. Die Biwi-Weine, aber auch Fleisch, Brot und Gemüse werden im kürzlich eröffneten Buschenschank angeboten. Durch die Vielfalt, was wir auf dem Hof haben, ist relativ schnell klar gewesen, dass wir die Produkte weiterverarbeiten müssen, dass wir die nicht in eine Genossenschaft geben können, weil von dem können wir nicht leben, haben wir die Arbeit gegeben. Und in dem Zusammenspiel die ganzen Produkte noch einmal, kriegen die ganzen Produkte noch einmal eine größere Wertschätzung und auch effektiv einen größeren Wert. Den Großteil des Weines aber muss er weiterverkaufen an Händler und interessierte Gastbetriebe. Das ist nicht ganz einfach und deshalb sind gemeinsame Aktionen der Bio-Weiß-Gruppe wie das jährliche Hoffest sehr wichtig. Die Bio-Weiß-Winzer blicken zuversichtlich in die Zukunft, würden sich aber mehr Unterstützung wünschen von den Verbands- und Beratungsorganisationen. Dabei hoffen sie auch auf entsprechende politische Weichenstellungen. Ja. Die Versuchsanstalten und da der Beratung ringsum, wir haben nicht mehr Geld zur Verfügung als die 7%. Ein bisschen etwas können wir eigentlich mehr geben, aber ich finde das eigentlich ein Armutszeugnis für unser Land. Funktionieren tut es, weil weiß man, vielleicht mit ein bisschen mehr Aufwand. Aber wenn man im Endeffekt das sieht, was draußen in der Natur passiert und was man einmal machen kann, nachher ist dann für uns selber genug tun. Vom Unterland übers Eisacktal geht es nun hinauf in den oberen Finchgau. Dort wird zwar auch etwas Wein angebaut mittlerweile, aber noch ist die Viehwirtschaft dort vorherrschend. Und um Vieh geht es gleich, nicht um große Tiere, sondern um das kleine Haushuhn. Weltweit gibt es ja über 20 Milliarden Hühner und die meisten von ihnen leben in riesigen Lege- und Mastbetrieben. Wie man das anders machen kann und das auch noch attraktiv gestalten kann, das hat Stefan Nicolini beim Besuch von Bauern im oberen Finchgau erfahren. Am Finchgauer Sonnenberg in der Fraktion Tanas befindet sich der Fanatschhof. Seit 10 Jahren wird er von Kurt Prohaska, einem gelernten Tischler, biologisch bewirtschaftet. Den Stall hat er erst im heurigen Frühjahr umgebaut und erweitert, um mit verstärkter Kraft in die Produktion von biologischen Eiern einzusteigen. Von der Größe vom Hof hat es eben Tier gebraucht, wo es auch nicht so viele Großvieheinheiten zählt und das ein bisschen etwas abwirft. Und Eier braucht Salm. Dann haben wir uns eben in der Genossenschaft zusammentun und das so gesehen, als wäre das für die Zukunft das Richtige. Kurt Prohaska hat in seinem Hühnerstall 800 Hühner, die er aus Österreich importiert. Tagsüber können die Hühner sich im Gehege, das 2700 Quadratmeter umfasst, frei bewegen. Die Eier legen die Hühner im Stall. Über ein Förderband laufen sie in den Abbackraum, wo sie einer ersten Kontrolle unterzogen werden. Eine genormte Sortiermaschine teilt sie dann in 3 Klassen ein. Das Haushuhn gilt als das häufigste Haustier des Menschen. Allein in Europa gibt es 180 Rassen. Auch in Südtirol gehört es seit Jahrhunderten zum Selbstverständnis eines bäuerlichen Betriebes. Eine Henne ist ständig darauf aus, zu scharren, zu picken, etwas Grünes zu finden. Sie tut sich gern in
Boden, in der Erde, im Sand. Und von dem her kann man fast jedes Gebiet für die Henne nutzen. Auch wo man sonst eigentlich denkt, das ist nicht viel wert. Aber die Henne mag das. Margaret Dapeiner vom Standleierhof in Tschengels, Kurt Prohaska vom Fernatschhof in Tanas und Philipp Doma vom Pseckhof oberhalb von Tschengels haben eine Genossenschaft gegründet. Ihr Ziel ist es, Bio-Eier zu produzieren, mit einem zusätzlichen, äußerst positiven Nebeneffekt. Der Grundgedanke war, dass wir etwas schaffen, um dem Bauer auf dem Hof ein Überleben zu geben. Das heißt, dass er nicht muss ins Tal fahren, um Geld zu verdienen, sondern dass zumindest eine Person vom Hof leben kann. Es war schwierig, aber wir haben es in einem halben, dreiviertel Jahr geschaffen, unsere Eier richtig gut zu verkaufen und kriegen das Feedback vom Kunden, dass das Ei wirklich besser schmeckt. Am Pseckhof oberhalb von Tschengels auf 1250 Meter Seehöhe finden die Hühner ebenso gute Voraussetzungen vor. Philipp Doma, Obmann und treibende Kraft der Tschengelsberg-Genossenschaft, lebt hier mit seiner Frau Alexandra und den beiden Kindern Lena und Josef. Auch hier laufen nur glückliche Hühner herum, die keine Hybridzüchtungen sind, sondern Zweinutzungshühner. Also ein Zweinutzungshuhn ist kein Hybrid. Das heißt, ein Zweinutzungshuhn ist ein Huhn, das in der Eierlegung gut ist, beziehungsweise im Fleisch gut ist. Ein Hybrid wird nur gezüchtet, um Eier zu produzieren. Und ist eigentlich so hoch gezüchtet mittlerweile, dass das Huhn seine Eigenschaft als richtiges Huhn verloren hat. Philipp hat unterschiedliche berufliche Erfahrungen sammeln können, die ihm nun zugutekommen. So hat er die Vermarktung und den Vertrieb der Bio-Eier der Genossenschaft übernommen und beliefert regelmäßig die Kunden der näheren Umgebung. So auch das Tschengelser Dorfladele. Es wird recht gut angenommen. Natürlich muss man die Eier in die Leute erklären, in die Leute sagen, dass das Bio-Kakerlen sein, dass sie Tschengels von der Tschengelsberg-Genossenschaft sein, einfach regional. Und sie werden eigentlich schon recht gut angenommen. Also ich muss sagen, logisch in los im Geschäft sind wir größer, ist die Frequenz größer. Automatisch sind es immer mehr Leute, die das Interesse an die Bio-Sachen haben. Aber ich muss sagen, sind recht zufrieden. Ja. Die Bio-Eier sind durchschnittlich um 10 bis 15 Euro Cent teurer als die konventionellen Eier. Der Preis ist aber durchaus gerechtfertigt, meinen die Biobauern. Der grundlegende Unterschied ist, dass beim Bio-Ei absolut keine chemischen Sachen verwendet werden. Im Fall von einem Parasitenbefall oder von irgendwelcher, wenn eine Milbe auftritt oder so. Wir dürfen jetzt wirklich nur mit einem Mehraufwand und Zeit die Stelle ausdampfen mit dem Dampfreiniger und nachher wirklich noch aufwendig mit Kieselgurt behandeln, wo die kleinen Milben einfach alle so einfach nachher zum Verschwinden gebracht wären. Es ist einfach vollkommen tabu, etwas Chemisches einzusetzen oder irgendwelche Antibiotika zu benutzen. Das ist eigentlich der Hauptunterschied vom konventionellen Ei zum Bio-Ei. Auch in der Pension Ottmann-Gut in Meran ist man von der Güte und Qualität der Bio-Eier aus dem Finchgau überzeugt. Seit kurzem bekommen Hausgäste ausschließlich Bio-Eier von der Tschengelsberger Genossenschaft zum Frühstück. Dadurch, dass sehr viel Wert auf das Frühstück gelegt wird bei uns im Haus, ist es uns sehr wichtig zu wissen, wo die Sachen herkommen, die wir unseren Gästen servieren. Und gerade bei den Eiern, die sehr viel beim Frühstück verwendet werden, ist es uns besonders wichtig. Und beim Philipp, beim Pseckhof, hatten wir die Möglichkeit, die Produzenten kennenzulernen, uns den Hof anzuschauen, zu sehen, wer unsere Eier legt, wer die Hühner hält, die unsere Eier legen und wie die gehalten werden. Und das macht es sehr interessant für uns. Die Biobauern hoffen, weitere Gastronomen von der Qualität ihrer Eier überzeugen zu können und möchten bereits im Herbst Suppenhühner verkaufen. Voraussetzung dafür ist der Bau des Schlachthofes in Mals, der im September realisiert werden soll.
das war's schon wieder von Land und Leben im Juni. Ich hoffe, die kleine Agrarreise zu den Bäuerinnen und Bauern unseres Landes hat Ihnen gefallen. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Wir sehen einander wieder in einem Monat am 11. Juli. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Auf Wiedersehen.